Ja, vielen, vielen Dank und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr heute am Freitagnachmittag den Weg hierher gefunden habt. Und ich würde euch gerne ein bisschen was über Klimawandel erzählen, und zwar aus der Perspektive aus der Arktis heraus, weil nämlich die Arktis so ein bisschen das Frühwarnsystem für Klimawandel ist. Darum ich das immer sehr instruktiv finde, wenn wir in der Arktis anfangen, uns auf den Weg zu machen und dann aber die ganze Erde im Blick behalten. Und ich würde euch sehr bitten, während wir unterwegs sind, dass ihr mich gerne einfach jederzeit unterbrechen könnt. Entweder indem ihr einfach dazwischen redet, euer Mikro anschaltet, kurz was dazwischen fragt, indem ihr eine Frage in den Chat schreibt, indem ihr eure virtuelle Hand hebt, egal wie. Ich hoffe, ich kriege das dann jeweils mit. Ich liebe es wirklich, unterbrochen zu werden, weil ich dann jeweils weiß, dass ihr noch dabei seid. Und ich finde immer, wenn wir zum Thema Klimawandel uns austauschen, uns unterhalten, dass es ganz, ganz wichtig ist, erstmal klar zu machen, worüber ich heute sprechen werde und worüber ich nicht sprechen werde. Und zwar unterscheide ich dann nämlich sehr, sehr gerne zwischen dem naturwissenschaftlichen Wissen, das ich hier so ins Zentrum gemalt habe, und dem gesellschaftlichen Handeln außenrum. Denn das naturwissenschaftliche Wissen, und das ist das, worüber ich heute sprechen werde, das kann natürlich durch naturwissenschaftliche Forschung hinterfragt werden, aber das ist jetzt nicht unbedingt gesellschaftlich verhandelbar. Also die Tatsache, dass Eis schmilzt, wenn es wärmer ist als 0 Grad, da können wir so lange verhandeln, wie wir wollen, das macht das Eis trotzdem. Und idealerweise ist dieses naturwissenschaftliche Wissen im Kern wertneutral. Und außenrum, und mindestens genauso wichtig, haben wir dann das gesamte gesellschaftliche Handeln. Das ist dann außerhalb der Grenzen des naturwissenschaftlichen Wissens verhandelbar. Welche Konsequenzen zieht jemand aus dem, was ich heute erzähle? Wie verändert das das eigene Handeln? Welche Forderungen ergeben sich daraus? All das ist dann keine Naturwissenschaft mehr, sondern das ist dann das, wo wir als Gesellschaft uns austauschen, diskutieren, Konsens finden müssen. Und auch dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, heute in der Diskussion, dass wir uns dazu austauschen. Nachdem wir einmal alle auf dem gleichen Wissensstand sind, was das naturwissenschaftliche Wissen angeht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr möglicherweise eine anstrengende Woche hinter euch habt, lange schon am Bildschirm gesessen habt, weshalb ich gedacht habe, ich fasse einfach mal die allerwichtigsten Dinge, über die ich heute sprechen werde, gleich zum Anfang zusammen, nämlich in 18 Worten. Denn diese 18 Worte sind eigentlich alles, was man über den Klimawandel wissen muss. Nämlich erstens, der Klimawandel ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, Klimawandel ist gefährlich. Viertens, die Expertinnen und Experten sind sich einig. Und fünftens, es gibt noch Hoffnung. Und genau anhand dieser 5 Punkte möchte ich heute euch auch mitnehmen auf diese Vortragsreise und im Prinzip diese Punkte alle ein bisschen mit Leben füllen. Und da möchte ich auch gleich anfangen mit dem ersten Punkt: Klimawandel ist real. Und da finde ich es wirklich sehr, sehr instruktiv, dass wir uns vielleicht ganz kurz auf den Weg machen, auf eine virtuelle Reise in die Arktis, die ihr hier auf dieser Landkarte seht, mit dieser Inselgruppe Spitzbergen hier. Das ist so ein bisschen meine zweite Heimat geworden in den letzten Jahren, weil ich immer wieder dort oben hin aufbreche, um dort oben zu messen, zu forschen, zu versuche, diese Landschaft zu verstehen. Und ich bin da natürlich nicht der Erste, sondern die Arktis hat schon immer Menschen fasziniert. Und zum Beispiel machte sich im Jahr 1912 ein Motorsegler auf den Weg nach Spitzbergen, eine deutsch-preußische Expedition damals, die das Ziel hatte, das Nordostland, den größten Gletscher der Nordhalbkugel außerhalb von Grönland, zu durchqueren und dort eine Fahne draufzustellen wahrscheinlich. Und diese sogenannte Schröder-Strands-Expedition, die endete damals als Katastrophe, weil das Schiff von denen nämlich dort oben im Packeis eingeschlossen wurde im September 1912 und sie dort oben überwintern mussten. Und auf diese Überwinterung waren die Teilnehmerinnen, die Teilnehmer in erster Linie nicht eingestellt, sind dann teilweise ums Leben gekommen, als sie versucht haben, in der Polarnacht vom Schiff runter irgendwie über Spitzbergen in die Zivilisation zurückzukehren. Auch die Schlittenexpedition, die versucht hat, diesen Gletscher zu durchqueren, ist verschollen und ums Leben gekommen dort oben. Das heißt, von allen Teilnehmern, die dort oben unterwegs waren, von den 12 Deutschen, sind nur 4 am Ende nach Deutschland zurückgekehrt. Die anderen 8 sind alle dort oben ums Leben gekommen. Und ich sollte vielleicht noch ganz kurz anmerken, dass
neben den Deutschen auch 5 Norweger mit an Bord waren. Die haben bis auf den Koch, der erkrankt ist dort oben, aber haben die alle überlebt, weil die einfach gesagt haben, was rennt ihr denn hier die ganze Zeit rum? Wir haben doch hier genug zu essen, wir können uns eine Robbe schießen, Eisbären, wir haben genug Kohle, um es warm zu haben. Wir können auch einfach abwarten, bis der Frühling kommt. Und die haben alle überlebt. Warum erzähle ich euch das? Na, wenn ihr mal wieder Lust habt, wochenlang einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu machen, dann habt ihr jetzt endlich einen Grund, warum das überlebensnotwendig sein kann, es einfach auszuhalten, mal irgendwo einfach zu sitzen und nichts zu tun. Das ist ein wunderbares Training für genau solche Expeditionen. Ich selbst war natürlich damals nicht unbedingt dabei. Ich war aber ein paar Jahre später mit einem ähnlichen Schiff in der Arktis, weil wir versucht haben, Spuren von dieser Expedition zu finden. Wir hatten deren Tagebuchaufzeichnungen, wir hatten Bilder des damaligen Expeditionsmalers und haben dann versucht, zum Beispiel nachzuvollziehen, ob wir diese Hütte finden, die sie damals aufgesucht hatten auf ihrem Weg über Spitzbergen. Im Vergleich zu einigen der Uni-Gebäude, wie die nach 30 Jahren aussehen, finde ich, sieht diese Hütte nach 100 Jahren noch halbwegs wohnlich aus, sogar vor allem im linken Teil. Wir haben einen Schuh von dieser Expedition gefunden, wo noch das Gras drin steckte, damit die ihre Füße damals warm halten konnten. Unten drunter noch die Spikes, mit denen sie über die Gletscher spaziert sind. Wir haben Schlittenteile gefunden dort oben von dieser Expedition. Und ich fand es absolut faszinierend, dass man nach so langer Zeit noch all diese Überreste finden konnte. Was ich aber wahrscheinlich noch faszinierender und gleichzeitig bedrückender fand, war, wie sich die Landschaft verändert hatte. Denn wir waren ebenfalls mit einem Motorsegler dort oben, ebenfalls im September. Aber für uns herrschte nun wirklich überhaupt keine Gefahr, dass wir dort oben vom Schnee, vom Eis, vom Packeis eingeschlossen werden würden. Wir konnten weit, weit noch von Spitzbergen auskommend in Richtung Norden fahren, bis wir so die allerersten Eisschollen angetroffen haben, auf denen ich dann zum Beispiel arbeiten konnte. Das ist jetzt hier auf 82 Grad nördlicher Breite, diese Filmaufnahmen, also nur noch knapp 500 Seemeilen vom Nordpol entfernt. Und ich vermute, dass wir das Segelschiff waren, das am allerweitesten im offenen Wasser damals in Richtung Nordpol vordringen konnte, einfach weil sich die Eiskante so unglaublich weit in Richtung Nordpol zurückgezogen hatte. Und natürlich sind das immer nur so Momentaufnahmen, dass jetzt in diesem einen Jahr, in dieser einen Bucht weniger Eis war als normalerweise. Aber dieser Eindruck, der bestätigt sich in geradezu dramatischer Weise, wenn wir den Blick ein bisschen weiten und mal vom Satelliten aus auf die Erde schauen. Was hier gezeigt ist, ist die Eisausdehnung zum Ende des Sommers 1992. Man muss sich das vorstellen, diese Eisschollen, die wir hier auf dem Nordpolarmeer sehen, die schmelzen den Sommer über teilweise ab, weil die Sonne 24 Stunden am Himmel steht und quasi unbarmherzig auf das Eis da niederbrennt. Das heißt, im Sommer geht die Ausdehnung des Packeises in der Arktis mal so ein kleines bisschen zurück. Dann im Winter, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn es kalt wird, dann frieren hier diese ganzen Randmeere wieder zu. Das Eis strömt hier durch die Beringstraße heraus, dehnt sich hier bis nach Spitzbergen aus zum Beispiel. Und 1992 war das Jahr, in dem in Rio die große Nachhaltigkeitskonferenz stattfand und an der sich Politikerinnen und Politiker aus aller Welt darauf verständigt haben, jetzt endlich nachhaltig zu leben, endlich aufzupassen auf unsere Erde, damit sie auch für künftige Generationen noch genauso schön erhalten bleibt, wie wir sie vorgefunden haben. Was ist passiert seit damals? Und wenn wir uns mal den gleichen Tag, den 21. September, anschauen, wie das Eis letztes Jahr aussah in der Arktis, dann sieht man, dass sich da wirklich was verändert hat. Von der Eisfläche her, die wir hier sehen, ist es noch ungefähr die Hälfte von dem, was wir vor 30 Jahren hatten. Und diese Eisschollen sind auch etwa nur noch halb so dick, wie sie vor 30 Jahren waren. Das heißt, insgesamt haben wir ungefähr drei Viertel des Packeisvolumens in der Arktis schon verloren. Ein allerletztes Viertel ist noch übrig. Und wir werden nachher sehen, und dazu haben wir letztes Jahr eine Studie vorgelegt, dass es wahrscheinlich inzwischen zu spät ist, um dieses letzte Viertel noch zu erhalten für zukünftige Generationen. Dass wir wahrscheinlich alle schon in 10 bis 30 Jahren eine Arktis sehen werden, wo auch dieses letzte bisschen Eis noch abgeschmolzen ist und das Nordpolarmeer dann zumindest im Sommer ein Meer ist wie jedes andere, wie die Ostsee, wie die Nordsee, wo man einfach mit einem Schiff dann zum Nordpol fahren kann und sich dort für sehr viel Geld das Wasser anschauen kann. Nun schwindet nicht nur das Meereis auf der Erde, sondern es schwinden alle Eisarten, die wir so haben.
Angefangen vom antarktischen Meereis, das ist noch relativ stabil hier oben, aber das arktische Meereis schwindet und die Eisschelfs schwinden auch. Das sind die Teile der großen Eisschilde in Grönland und in der Antarktis, die so aufs Meer hinaus treiben. Wenn dieses Eis, das Packeis, dieses Eisschelf, wenn das schmilzt, dann ändert sich der Meeresspiegel nicht, weil dieses Eis ja schon im Ozean ist. Wir haben aber zusätzlich auch noch Eis auf dem Land aufliegen, zum Beispiel in Form von Gletschern, in Form von den großen Eisschilden in Grönland, von der Antarktis. Und wenn dieses Eis schmilzt und ins Meer läuft, dann steigt entsprechend der Meeresspiegel an. Inzwischen seit 1994 ungefähr um fast 4 Zentimeter aufgrund dieses Eisschmelzens. Wenn man sich aber mal die reinen Zahlen vergegenwärtigt, wie viel Eis da verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dann ist das wirklich atemberaubend. Die Erde hat nämlich seit 1994 ungefähr 30 Billionen Tonnen Eis verloren. Und im Moment verlieren Grönland und die Antarktis jedes Jahr mehr als 400 Milliarden Tonnen Eis. Und das führt zu einem Meeresspiegelanstieg aus diesen beiden Eisschilden von ungefähr 1 Millimeter pro Jahr. Und was uns wirklich große Sorgen macht, ist die Tatsache, wie stark sich dieser Eisverlust in Grönland und in der Antarktis beschleunigt. Wenn wir einfach mal zurückgehen in die 1990er Jahre, damals betrug der Eisverlust noch weniger als 100 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das heißt, der Eisverlust hat sich in den letzten paar Jahrzehnten vervierfacht und diese Beschleunigung, die hält im Moment weiter an. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Aber nicht nur das Eis schmilzt, sondern natürlich auch, wenn wir uns einfach mal die globale Temperatur anschauen, dann sehen wir auch da massive Änderungen in den letzten Jahrzehnten. Inzwischen ist es etwa 1,2 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitraum, ganz unabhängig davon, welche der verschiedenen Messreihen wir nehmen. Die 10 wärmsten Jahre in diesem gesamten Zeitraum liegen alle nach 2005. Die 7 wärmsten Jahre, die wir je gemessen haben seit 1850, sind alle im Zeitraum 2014 bis 2020. Und es bleibt wirklich nicht mehr viel Platz bis zum 1,5 Grad Erwärmungsziel, denn inzwischen beträgt die Erwärmung in manchen Jahren schon über 1 Grad. Das heißt, das Zeitfenster, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, das schließt sich rapide. Was man aber auch wissen muss, ist, dass nicht nur, dass der größte Teil der Erwärmung gar nicht in der Atmosphäre stattfindet, sondern der allergrößte Teil der Erwärmung im Ozean stattfindet. Das ist hier gezeigt einmal, als Zunahme der Energie, die wir in den verschiedenen Systemen haben. Und diese Erwärmung der Atmosphäre um 1,2 Grad, das ist dieser rosane Bereich hier, das ist die zusätzliche Wärmemenge, die wir im Moment in der Atmosphäre haben. Viel, viel mehr zusätzliche Wärme haben wir durch Eisschmelzen, durch die Erwärmung von Land und dann insbesondere durch die starke Erwärmung des oder durch die Erwärmung des Ozeans. Allerdings erwärmt sich der Ozean in Grad immer nur relativ wenig, weil er einfach so riesig ist und eine so gewaltige Wärmekapazität hat. Aber ich finde, dieses Bild veranschaulicht sehr, sehr schön, wo eigentlich die Wärme der Erderwärmung hingeht. Die bleibt nämlich primär gar nicht in der Atmosphäre, sondern sie geht in die Ozeane, in die Landmassen, ins schmelzende Eis. Und immer wenn sich Wasser erwärmt, dann dehnt es sich aus. Immer wenn Eis schmilzt und zusätzlich Wasser vom Land in die Meere läuft, kommt zusätzliches Wasser dazu. Und in der Summe davon steigt im Moment der Meeresspiegel an. Im Moment etwa um knapp 4 Millimeter pro Jahr. Ungefähr 60% davon stammen vom schmelzenden Eis. Die restlichen 40% ungefähr aus der Ausdehnung des sich erwärmenden Meerwassers. Und dieser Anstieg des Meeresspiegels, werden wir nachher auch noch im Detail sehen, der beschleunigt sich im Moment vor allem durch das beschleunigte Abschmelzen von Eis in Grönland und der Antarktis. Das heißt, egal wo wir hinschauen im Klimasystem, ob es in die Ozeane ist, in die Atmosphäre, ins Eis, überall sehen wir massive Veränderungen. Das heißt, es ist völlig offensichtlich und eine völlig gesicherte Tatsache, dass der Klimawandel wirklich real ist. Kommen wir zum zweiten Teil, es sei denn, zum ersten Teil sind bisher Fragen aufgelaufen. Wenn dem nicht so ist, würde ich als nächstes dann einmal kurz darauf eingehen, warum wir denn so sicher sind, dass wir die Ursache für diese Erwärmung, für diese Änderungen sind. Und um das verstehen zu können, müssen wir uns einmal ganz kurz anschauen, wie eigentlich das Klimasystem auf der Erde funktioniert. Und zwar ist das eigentlich, wenn man es mal runterbricht, was ganz Einfaches. Wir kriegen nämlich auf der Erde ungefähr 340 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung von der Sonne. Ungefähr ein Drittel davon wird einfach direkt wieder ins Weltall reflektiert.
Zum Beispiel, weil die Sonnenstrahlen auf eine helle Wolke treffen oder auf eine Schneefläche oder auf eine Eisscholle oder auf jemanden, der im weißen T-Shirt draußen in der Sonne steht und mit dem weißen T-Shirt aktiv das Klima kühlt. Und 2 Drittel von dieser Sonnenwärme werden in oder von der Sonnenenergie werden in Wärme umgewandelt, wenn die Sonnenstrahlung zum Beispiel auf unsere Haut trifft oder auf unsere Häuser, auf die Bäume, wohin auch immer. Und damit es jetzt auf der Erde im Mittel nicht wärmer und wärmer und wärmer wird, muss genau diese Wärmemenge auch wieder ins Weltall abgestrahlt werden. Und das tut die Erde auch die ganze Zeit. Und wenn das jetzt alles wäre, was wir auf der Erde hätten, dann würden wir alle nicht hier sitzen, dann wären es nämlich im Mittel minus 18 Grad. Da fehlt also noch eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit, die noch fehlt, die hat mit der Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu tun. Und zwar besteht ja die Erdatmosphäre, wie ihr alle wisst, zum allergrößten Teil aus Stickstoff, 78% etwa. 21% sind Sauerstoff. Und dieses letzte Prozent, das besteht zum größten Teil aus Edelgasen. Damit haben wir schon mal 99,95% abgedeckt. Wenn das alles wäre, was wir in der Atmosphäre hätten, dann würde es immer noch auf der Erde minus 18 Grad sein, wenn die Reflektivität genauso wäre wie heute. Da fehlt also noch eine winzige Kleinigkeit. Und diese winzige Kleinigkeit, die da noch fehlt, die letzten 0,05% in der trockenen Atmosphäre, das sind sogenannte Spurengase. Und zu diesen trockenen Spurengasen zählen vor allem Kohlendioxid und Methan. Und dann kommt zusätzlich noch der Wasserdampf dazu, den wir eben bei diesen Zahlen rausgelassen hatten, weil die sich auf die trockene Atmosphäre bezogen. Und all diese Spurengase, diese Moleküle, die haben die Eigenschaft, dass sie aus mehr als 2 Atomen bestehen. Und die haben darum die Eigenschaft, dass sie diese Wärme, die die Erde die ganze Zeit versucht, ins Weltall abzustrahlen, teilweise aufnehmen und zur Erdoberfläche zurückstrahlen können. Also ganz vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, das wird die Wärme von der Atmosphäre zur Erde zurückreflektiert. Das ist ein Effekt, den kennen wir alle, wenn wir nachts rausgehen, die Sonne untergegangen ist, dann stehen wir nicht urplötzlich in der Eiseskälte des Weltalls, sondern dann ist es häufig immer noch angenehm warm. Und das liegt unter anderem daran, dass wir von der Atmosphäre immer noch die Wärmestrahlung nach unten bekommen. Deshalb auch zum Beispiel eine wolkige Nacht, wo wir mehr Wasserdampf, mehr Treibhausgase also über unserem Kopf haben, warum die wärmer ist als eine wolkenfreie Nacht, weil wir mehr von dieser Wärmestrahlung nach unten bekommen. Und diese Wärmestrahlung, dieser natürliche Treibhauseffekt, der ist überlebensnotwendig für uns. Er führt dazu, dass wir alle hier überhaupt sitzen können, denn der erwärmt die Erde von minus 18 auf plus 14 Grad. Und was wir jetzt im Moment tun, ist, dass wir mehr von diesen Treibhausgasen in die Atmosphäre freisetzen. Darum wird mehr Wärme nach unten zurückgestrahlt, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und darum wird es entsprechend an der Oberfläche wärmer werden. Was wir jetzt aus dieser Abbildung auch erkennen, ist, dass es eigentlich genau 3 große Stellschrauben gibt, die wir nutzen können, um das Klima auf der Erde zu verändern. Das ist zum einen die Einstrahlung, die wir von der Sonne bekommen. Das ist zum zweiten die Menge dieser Einstrahlung, die wieder ins Weltall reflektiert wird. Und das ist zum dritten die Wärmemenge, die von der Erdatmosphäre an die Erdoberfläche abgegeben wird, also die Menge an Treibhausgasen, die wir in der Atmosphäre haben. Und an all diesen 3 Stellschrauben hat das Klimasystem auch schon immer rumgedreht, weshalb es auf der Erde auch schon immer Klimawandel gegeben hat. Woher wissen wir das? Wir können inzwischen weit, weit in die Erdvergangenheit, in die klimatologische Erdvergangenheit gucken. Unter anderem zum Beispiel, indem wir uns auf eines dieser riesigen Eisschilde in Grönland oder in der Antarktis stellen und dort mal in die Tiefe bohren. Denn im Vergleich zu den Eisschollen, die ich am Anfang gezeigt habe, die ja vielleicht nur 1 Meter oder 2 Meter dick waren, wo man mit einem Eisbrecher durchfahren kann, sind diese Eisschilde in Grönland und in der Antarktis 4 oder 5 Kilometer dick. Und diese Eisschilde, die bestehen aus uraltem Schnee, der vor Urzeiten gefallen ist, der nie geschmolzen ist und auf den sich neuer Schnee abgelagert hat. Das heißt, wenn ich mich jetzt oben drauf stelle und in die Tiefe bohre, dann mache ich eine Zeitreise durch Schnee, der vor 50 Jahren gefallen ist oder vor 1000 Jahren oder vor 100.000 Jahren und der inzwischen so stark zusammengedrückt worden ist, dass er sich in Eis umgewandelt hat. Wenn ich dann dieses Eis raushole, dann kann ich anschauen, wie die Luft in diesem Eis zusammengesetzt ist, die Atmosphäre vor 100.000 Jahren zusammengesetzt war. Und ich kann durch eine Isotopenanalyse des Eises feststellen, welche Temperatur damals auf der Erde herrschte. Und aus all diesen Informationen kann ich das Klima über einige Hunderttausende von Jahren in die Vergangenheit rekonstruieren. Man kann etwas Ähnliches auch machen bei Ozeansedimenten zum Beispiel und noch deutlich weiter in die Vergangenheit schauen.
Aus geologischen Informationen können wir ein paar Millionen, zig Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen. Und so sind wir zum Beispiel heute relativ sicher, dass es auf der Erde vor 800 Millionen Jahren, wenn wir mal beim Eis bleiben, viel, viel mehr Eis gab als heute, dass die Erde damals als eisiger Schneeball durchs Weltall taumelte, überall nahezu von Eis und Schnee bedeckt war. Das war ein sehr, sehr stabiler Zustand, weil einfach damals der größte Teil der Sonnenstrahlung, der auf die Erde gefallen ist, einfach direkt wieder ins Weltall zurückreflektiert worden ist und die Erde damit über viele Millionen Jahre in diesem quasi tiefgefrorenen Zustand überlebt hat. Irgendwo in den Tiefen der Ozeane sind Bakterien durch diese Zeit hindurchgekommen und haben dann das Leben sozusagen durchgetragen durch diese Zeit. Die Erde ist aus diesem Zustand auch irgendwie wieder rausgekommen, möglicherweise durch starke Vulkanausbrüche, die dazu geführt haben, dass sich Ruß und Dreck auf dieses Eis gelegt haben und die zusätzlich dazu geführt haben, dass sich Kohlendioxid in der Atmosphäre angesiedelt haben. Im Vergleich zu diesem Zustand mit viel, viel mehr Eis, als wir ihn heute haben, wenn wir ein bisschen näher in die erdgeschichtliche Vergangenheit gucken, vor 100 Millionen Jahren, als die Dinosaurier durch eure Vorgärten spaziert sind, da war es auf der Erde viel, viel wärmer, als es heute ist. Teilweise 12, 13 Grad wärmer als heute. Was vor allem daran lag, dass damals viel mehr Treibhausgase in der Luft waren als heute, viel mehr Kohlendioxid als heute, 2 bis 3 Mal so viel. Und wir werden dann häufig gefragt, ob denn Menschen bei solchen hohen Konzentrationen von Kohlendioxid noch überleben können. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon mal überlebt. Denn immer wenn ihr in einen Raum kommt, wo ihr vor der Corona-Pandemie mit mehreren Leuten zusammengesessen habt und man dieses Gefühl hat, hier müsste mal jemand lüften, dann kommt dieses Gefühl häufig davon, dass die Menschen die ganze Zeit Kohlendioxid ausgeatmet haben, was sich dann in der Raumluft angereichert hat und man so ein bisschen schläfrig, müde, matt wird. Das ist genau diese Konzentration von CO2, die es damals bei den Dinosauriern gab. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Dinosaurier eigentlich die ganze Zeit auf der Erde herumspaziert sind mit diesem Gefühl, man müsste eigentlich mal lüften, die ganze Zeit so ein bisschen matt waren, haben halt nie das Fenster gefunden und sind dann entsprechend auch alle ausgestorben. Ihr kennt die Geschichte. Noch näher in der erdgeschichtlichen Vergangenheit wird es dann langsam kälter. Von dieser Zeit der Dinosaurier an hat sich das Erdklima langsam abgekühlt. Und wenn wir zum Beispiel die letzten 400.000 Jahre uns aus einem solchen Eiskern mal anschauen, dann sehen wir auch da, dass das Klima auf der Erde sich immer geändert hat. Es gab Warmzeiten, es gab dazwischen Eiszeiten oder die Warmzeiten werden auch häufig als Zwischeneiszeiten bezeichnet. Und wir sehen diesen stetigen Wechsel, der vermutlich dadurch angetrieben wird, dass die Erde bei ihrer Umlaufbahn um die Sonne so ein bisschen hin und her eiert, zum Beispiel die Nordhalbkugel mal ein bisschen kälter wird im Sommer, sodass dort Gletscher wachsen können. Diese Gletscher reflektieren das Sonnenlicht, führen zu einer weiteren Klimaabkühlung. Und durch diese Klimaabkühlung kühlen sich auch die Ozeane ab. Diese kalten Ozeane fangen dann an, Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen, weil kaltes Wasser mehr Kohlendioxid lösen kann. Dadurch haben wir weniger Treibhausgase in der Atmosphäre, es wird noch kälter und wir rutschen in eine solche Eiszeit. Da kommen wir dann auch wieder raus, wenn wir näher an die Sonne rantaumeln. Dann erwärmen sich die Ozeane ein kleines bisschen, fangen an, Kohlendioxid freizusetzen. Und in diesem Fall geht das relativ schnell, weil die Ozeane dadurch, dass wir sie erwärmen, an ihrer Oberseite wärmeres, leichteres Wasser bekommen, das einfach oben schwimmen bleibt, sodass wir nicht den gesamten Ozean abkühlen müssen oder erwärmen müssen, sondern nur die Oberflächenschicht erstmal, sodass wir relativ schnell aus einer solchen Eiszeit in eine Warmzeit wieder zurückrutschen können. Und genau in einer solchen Warmzeit befinden wir uns auch heute. Das Wichtige, was ihr also davon mitnehmen sollt, ist, dass es Klimawandel auf der Erde schon immer gegeben hat. Was natürlich die Frage aufwirft, woher wir dann so sicher sind, dass dieser heutige Klimawandel wirklich von uns Menschen verursacht ist. Und das wissen wir deswegen so sicher, weil wir eigentlich, deswegen wissen wir es nicht so sicher, eigentlich wollten wir, um das rauszufinden, immer mal ein ganz spannendes Experiment machen. Wir wollten nämlich eigentlich immer mal ein ganzes Sonnensystem mit der Erde und der Sonne und den Vulkanen und allem nachbauen und einfach mal die Menschen weglassen. Und gucken, wie verändert sich denn das Klima auf dieser nachgebauten Erde. Und das haben wir leider nie wirklich finanziert bekommen. Und wir haben darum die zweitbeste Lösung gewählt und ein solches Klimasystem im Computer nachgebaut. Wir nennen das dann Klimamodell. Und in einem solchen Klimamodell, da können wir halt einfach die Menschen weglassen und können einfach mal schauen, wie ändert sich denn auf der Erde das Klima, wenn es keine Menschen gibt in den letzten 100 Jahren.
Und was der Computer ausspuckt, wenn wir genau dieses Experiment machen, nämlich, dass wir nur Veränderungen haben, die zum Beispiel durch Änderungen in der Sonneneinstrahlung kommen oder durch Vulkanausbrüche oder ähnliches, dann sagt der Computer, die Temperatur auf der Erde hätte eigentlich ziemlich konstant bleiben müssen die letzten 100 Jahre. In Wirklichkeit ist sie aber stark angestiegen. Jetzt können wir genau das gleiche Computermodell nehmen, genau die gleiche Simulation und zusätzlich noch den menschengemachten Treibhauseffekt, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verändern. Das wird dem Computer nämlich verraten, es gibt Menschen und diese Menschen haben dazu geführt, dass wir mehr CO2 in der Luft inzwischen haben als früher. Wie hat sich denn dann das Klima entwickelt? Und dann spuckt der Computer eine Kurve aus, die nahezu perfekt zu dem passt, was wir auch tatsächlich auf der Erde messen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir so sicher sind, dass der allergrößte Teil dieser Erwärmung wirklich von uns Menschen verursacht ist. Einfach nochmal, um das vielleicht in Perspektive zu setzen, habe ich hier mal mitgebracht eine Abschätzung von der Menge an zusätzlicher Wärmestrahlung, die wir von den verschiedenen Treibhausgasen bekommen haben. Zum Beispiel hier in Braun vom Kohlendioxid, hier vom Methan, von Halogenkohlenwasserstoffen und so weiter. Zusätzlich die Abkühlung, die wir bekommen haben, dadurch, dass wir mehr Dreck teilweise in die Atmosphäre gepustet haben. Und das Ganze ins Verhältnis gesetzt zu den Änderungen der Sonneneinstrahlung, wo einfach ganz, ganz eindeutig ist, dass der allergrößte Teil dieser gemessenen zusätzlichen Erwärmung, die wir auf der Erde haben, wirklich zentral von uns Menschen verursacht ist. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel mitgebracht, warum wir so sicher sind, dass diese Erwärmung von uns Menschen verursacht ist. Und zwar haben wir uns einfach mal das Meereis in der Arktis, das Packeis in der Arktis angeschaut und gesagt, wenn wir so sicher sind, dass dieser Eisverlust durch die CO2-Emissionen zustande kommt, wäre es dann nicht sinnvoll, einfach mal beides gegeneinander aufzutragen? Wie viel Eis haben wir in der Arktis und wie viel Kohlendioxid haben wir Menschen ausgestoßen? Und wenn wir das tun, dann kriegen wir einen ganz, ganz einfachen linearen Zusammenhang. Nämlich am Anfang dieser Messreihe, 50er Jahre, gibt es relativ viel Eis in der Arktis und wir hatten relativ wenig Kohlendioxid bis dahin ausgestoßen. Und im Laufe der Zeit haben wir immer mehr Kohlendioxid ausgestoßen und das Eis in der Arktis hat sich immer weiter zurückgezogen. Wir sehen diesen gleichen linearen Zusammenhang auch in allen Klimamodellen. Wir können ihn auch konzeptionell verstehen. Das heißt, das ist nicht einfach nur eine Korrelation, sondern wir können wirklich auch nachweisen, dass es diesen Zusammenhang gibt und dass der linear sein sollte. Das heißt, wir können zum einen mit diesem linearen Zusammenhang ein bisschen in die Zukunft schauen, darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Wir können aber zum anderen auch einfach mal ausrechnen, von diesen Packeisschollen, die ungefähr einen Meter dick sind, wie viel Fläche verschwindet denn da, wenn wir eine Tonne Kohlendioxid ausstoßen, indem wir einfach die Steigung dieser Linie hier ausrechnen. Und da finden wir eine ganz einfache Zahl, nämlich dass pro Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde ausstößt, das arktische Sommermeer als ungefähr um 3 Quadratmeter abnimmt. Und in Deutschland stößt im Moment jeder Mensch im Mittel ungefähr 10 Tonnen Kohlendioxid jedes Jahr aus. Das heißt, im Mittel schmilzt jede und jeder von uns jedes Jahr eine Eisscholle in der Arktis ab, die 30 Quadratmeter groß ist, was wahrscheinlich deutlich größer sein dürfte als eure jeweiligen Zimmer, in denen ihr euch gerade aufhaltet. Man kann das Ganze aber natürlich auch umdrehen, was ich immer sehr gerne mache. Wenn ich jetzt eine Tonne CO2 nicht ausstoße, dann sagt mir dieser Zusammenhang halt direkt, wie viel Eis ich gerade dadurch geschützt habe, dass ich möglicherweise auf Ökostrom gewechselt habe, etc., etc. Das heißt, man kann diesen Zusammenhang auch ins Positive wenden. Das waren nur ein paar von den Beispielen, warum wir so sicher sind, dass der größte Teil von dieser Klimaerwärmung wirklich von uns Menschen verursacht ist. Was damit aber noch nicht geklärt ist, ist die Frage, warum dieser Klimawandel denn dann so gefährlich ist. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, es hat auf der Erde schon immer Klimawandel gegeben. Und ich finde, das Gefährliche des Klimawandels lässt sich am allerschönsten an der folgenden Abbildung deutlich machen, die einfach nochmals die Temperaturentwicklung in Grönland in den letzten 50.000 Jahren zeigt, aus einem solchen Eisbergkern. Und da sieht man halt auch diese ganz, ganz starken Schwankungen, die wir da haben. Und wie das Klima auf der Erde plötzlich vor 10.000 Jahren anfängt, unglaublich stabil zu werden. Und wie dieses stabile Klima im Prinzip den gesamten Zeitraum abdeckt, den wir Menschen benutzt haben, um uns aus der Steinzeit bis zu den Regensburger Nachhaltigkeitstagen und der Zoom-Konferenz hier gerade zu entwickeln. Diese gesamte Entwicklung hat vor dem Hintergrund eines unfasslich stabilen Klimas stattgefunden. Und alles, was wir heute an Infrastruktur haben auf der Erde, die gesamte Zivilisationsentwicklung, die passt nahezu perfekt zu diesem Klimazustand. Also ob das jetzt zum Beispiel die Lage der Küstenstädte ist,
Oder die Lage von Städten an Flüssen, die durch irgendwie Gletscherschmelze im Sommer gespeist werden. Ob das die Art von Landwirtschaft ist, die wir irgendwo betreiben, die Art von Bäumen, von Wäldern, die wir irgendwo haben. All das ist nahezu perfekt an diesen Klimazustand angepasst. Und diesen Klimazustand, den beenden wir gerade. Das heißt, das Gefährliche an diesem Klimazustand aus menschlicher Sicht, an dieser Klimaänderung aus menschlicher Sicht, ist vor allem die Tatsache, dass wir zum allerersten Mal unserer Zivilisation einen wirklichen Klimawandel verordnen. Wir konnten uns seit 10.000 Jahren weitestgehend ungestört von Klimawandel entwickeln. Und das Experiment, das wir jetzt machen, ist zu schauen, was passiert mit einer Zivilisation, die keinen Klimawandel kennt, wenn wir dieser Zivilisation plötzlich innerhalb von ein paar Jahrzehnten einen völlig neuen Klimazustand überstülpen. Wie wird diese Zivilisation reagieren? Welche Hungerkatastrophen wird es geben? Welche Dürren? Welche Überschwemmungen? Welchen Meeresspiegelanstieg? Welche Konflikte? Das ist das, was wir im Moment tun. Und einfach, um das mal in Perspektive zu setzen, habe ich nochmal mitgebracht ein Bild, was die letzten 10.000 Jahre zeigt, nochmal im Vergleich zu dem, was uns in Zukunft möglicherweise bevorsteht. Das Blaue hier ist der Klimawandel, den wir quasi schon kennen als Zivilisation, nämlich so gut wie gar nichts. Das Schwarze ist die Erwärmung, die wir schon geschafft haben, knapp 1 Grad inzwischen. Das Grüne hier, das ist die Erwärmung, die wir bekommen würden, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhielten. Und das Gelbe, Orange oder gar Rote, das sind die Erwärmungen, die wir bekommen könnten, wenn wir es irgendwie schaffen würden, weiterhin ungebremst Kohlendioxid in die Atmosphäre freizusetzen. Also selbst das 1,5 bis 2 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens bedeutet, dass wir in einer Welt landen werden, die deutlich wärmer ist als alles, was wir in den letzten 10.000 Jahren und ehrlich gesagt weit, weit darüber hinaus jemals als menschliche Zivilisation erlebt haben, sind möglicherweise die höchsten Temperaturen, die wir je als Menschheit erlebt haben. Und das Zweite, was diesen Klimawandel so gefährlich macht, ist die extreme Geschwindigkeit, mit der er abläuft. Wenn wir uns nämlich einfach mal nochmal auf langen Zeitskalen anschauen, wie stabil viele Prozesse im Erdsystem waren, wenn wir uns zum Beispiel mal hier anschauen, die Versauerung der Ozeane, dann sehen wir, dass die aus Sedimentkernen über zig Millionen von Jahren relativ konstant war, wie viel Kohlendioxid im Ozean gelöst war. Und dass wir da innerhalb von ein paar Jahrzehnten durch diesen menschengemachten Ausschuss von Kohlendioxid eine Ozeanversauerung erzeugen, die weit, weit jenseits von allem liegt, was die Ozeane in den letzten zig Millionen Jahren durchgemacht haben. Das heißt, der Klimawandel trifft nicht nur zum ersten Mal auf eine hochentwickelte Zivilisation, sondern zum zweiten verläuft er auch in wirklich atemberaubendem Tempo ab und bringt unsere Erde in einen Zustand, auf dem sie möglicherweise in vielerlei Hinsicht seit zig Millionen von Jahren nicht gewesen ist. Und dazu zählt dann zum Beispiel, dass unter anderem der Meeresspiegel ansteigen wird. Und gerade das macht uns große Sorgen, was so die langfristigen Entwicklungen angeht. Und das liegt daran, dass es in den Eisschilden, die in Zukunft in erster Linie zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen werden, sogenannte Kipppunkte gibt. Also Punkte, jenseits derer wir das Abschmelzen von einem solchen Eisschild nicht mehr stoppen können und sich diese Prozesse selbstständig machen. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn wir uns hier die Oberkante des Eisschilds oder Eisschildes mal anschauen. Wenn man sich vorstellt, man geht einen Berg runter, dann weiß jeder von uns, dass es nach unten wärmer und wärmer und wärmer wird. Das heißt, wenn wir jetzt an der Oberseite von einem Eisschild anfangen, Schmelzwasser zu erzeugen und das Schmelzwasser dann wegläuft, dann sinkt die Oberfläche des Eisschildes in etwas wärmere Luftschichten. Das heißt, das Schmelzen wird stärker und die Oberfläche sinkt in noch wärmere Luftschichten. Und selbst wenn wir es dann irgendwann schaffen würden, den Klimawandel zu stoppen oder sogar umzukehren und wieder das Klima abzukühlen, dann ist die Oberseite dieses Eisschildes möglicherweise schon in so warmen Luftschichten, dass das Schmelzen trotzdem einfach weitergehen wird. Und genauso an der Eisunterseite, wo der Ozean dazu führt, dass die Eisschelfs zurückgehen, dass die sogenannte Aufsetzlinie hier sich ins Landesinnere zurückzieht, auch da gibt es dann innerhalb der Eisschilddynamik Prozesse, die dazu führen, dass durch einen solchen Rückgang der Aufsetzlinie wir möglicherweise den Verlust von diesem restlichen Eisschild hier nicht mehr stoppen können, auch wenn der eigentliche Auslöser hier vorne nur ein relativ kleiner Anstoß war. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, fast als würde man so eine Art Korken aus einer Flasche rausziehen. Die Flasche läuft dann einfach komplett aus, obwohl eigentlich der Auslöser, nämlich dieses Rausziehen des Korkens, nur ein relativ kleiner Antrieb war.
Das führt dann psychologisch zu der großen Schwierigkeit, dass wenn wir den Meeresspiegelanstieg uns anschauen, wir heute die Weichen stellen für das, was in ferner, ferner Zukunft passieren wird. Und zwar sieht das nach den besten Abschätzungen, die wir heute haben, langfristig so aus, dass wir möglicherweise in einer Welt landen werden, wo der Meeresspiegelanstieg deutlich noch unter einem Meter bleibt, auch langfristig, oder in einer Welt, wo der Meeresspiegelanstieg viele Meter betragen wird. Und die Entscheidung, in welcher von diesen beiden Welten wir landen werden, die fällen wir nicht irgendwann um 2100 oder 2200, sondern die fällen wir hier ganz, ganz vorne. Im Moment haben wir ja den Meeresspiegelanstieg hier 2020 auf dieser Grafik kaum sichtbar. Und die Weichenstellung der nächsten Jahrzehnte, die werden darüber entscheiden, ob wir langfristig eher diesem Pfad hier folgen oder ob wir langfristig eher diesem Pfad hier folgen. Sprich, ob wir diese Kipppunkte überschreiten und große Teile der Eisschilde abschmelzen oder ob wir das noch verhindern können. Etwas näher dran vielleicht an uns oder an euch in Regensburg ist nicht der Meeresspiegelanstieg, sondern vielleicht einfach die Sommertemperaturen. Auch da einfach nur mal, um das Ganze einzuordnen, ist hier mal gezeigt, die Sommertemperatur in Europa, die ist jetzt nicht jedes Jahr gleich, sondern die schwankt so ein bisschen hin und her. Und das Graue hier ist so die Verteilung um den Mittelwert im Vorindustriellen, den wir in Europa an schwankender Sommertemperatur hatten. Was man auch sieht, dass die Sommertemperatur 2010, das ähnlich wie 2019 der wärmste Sommer war, den wir in Europa jemals gemessen haben, weit, weit außerhalb dem ist, was wir vorindustriell so an Schwankungsbreite erwartet hätten. Was wir aber auch sehen, dass in einer 2 Grad wärmeren Welt ungefähr jeder zweite Sommer heißer ist als alles, was wir jemals erlebt haben. Dass also die heißesten Sommer, die wir kennen, so 2010, 2019, dass die in einer 2 Grad wärmeren Welt völlig normale Sommer, mittlere Sommer werden. Und dass jeder zweite Sommer heißer sein wird als alles, was wir in Europa jemals erlebt haben. Und das führt dann auch dazu, dass das Europa, was wir dann haben werden, nicht mehr so aussehen wird wie das heutige. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Wald anschauen, und ich weiß nicht, ob ihr in eurem Bekanntenkreis Försterinnen oder Förster sind. Wenn ja, empfehle ich euch, die mal auf dieses Thema anzusprechen. Das ist wirklich herzzerreißend, was da kommuniziert wird, nämlich dass die wirklich im Moment nicht wissen, wie sie ihre Wälder pflegen sollen, dass ihnen ihr gesamtes Lebenswerk einfach unter den Händen dahin stirbt durch die Trockenperioden, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, durch diese Hitzewellen, die wir hatten. Und dass sie vor allem auch nicht wissen, welche Baumarten sie heute pflanzen sollen, damit in 30, 40, 50 Jahren dann die entsprechenden Nachfolgerinnen und Nachfolger noch normale, lebendige Bäume haben, die sie dann entsprechend zu Holz verarbeiten können. Das ist alles völlig unklar und die müssen im Prinzip heute die Weichen stellen für ein Klima in 40, 50 Jahren, über das wir jetzt entscheiden. Was sicher ist, ist, dass es den Wald, so wie wir ihn heute kennen in Deutschland, in Zukunft nicht mehr geben wird, weil einfach die Baumarten, die wir heute haben, nicht schon jetzt nicht mehr an den Klimazustand angepasst sind, den 1 Grad Erwärmung mit sich bringt. Noch viel weniger sind diese Baumarten halt angepasst zum großen Teil an eine Klimaerwärmung, die über dieses 1 Grad noch hinausgeht. Das heißt, da verschwinden gesamte Landschaften, die uns möglicherweise allen sehr lieb geworden sind. Mir persönlich halt auch das Eis in der Arktis. Wunder, wunderschöne Landschaften, die dort verloren gehen. Und ich frage mich manchmal, was damit halt auch kulturell verloren geht, über alle Generationen hinweg. Wenn einfach Landschaften auf der Erde verschwinden, die schon bei Kindern eine unglaubliche Faszination auslösen. Und ich mich manchmal frage, was es eigentlich mit uns Menschen machen wird, wenn all diese Dinge wir später nur noch aus irgendwelchen Fotobänden oder was auch immer kennen, aber die nichts mehr mit dem zu tun haben, was wie die wirkliche Welt aussieht, wo all das einfach verschwunden sein wird. Es kam gerade eine Frage von Magnus, inwiefern die Erde schon mal in einem ähnlichen Zustand war, wie wir sie gerade, in den wir sie gerade bringen. Das ist immer schwierig, so ein genaues Äquivalent in der Erdvergangenheit zu finden, aber grundsätzlich ja. Also grundsätzlich hatte ich ja auch gesagt, war es zum Beispiel bei den Dinosauriern viel, viel wärmer, als es das heute war. Es war auch, also wir haben bisher eine Erderwärmung von ungefähr 1 Grad, und wenn man sie so ein paar zig Millionen Jahre zusammen zurückgeht, dann kommt man teilweise auf eine Erderwärmung von bis zu 13 oder 14 Grad, was die Erde schon durchgemacht hat. Das war schon eine Welt, die sehr, sehr anders aussah als heute.
Allerdings ist das im Detail extrem schwierig zu rekonstruieren, was damals alles zum Beispiel für Landpflanzen irgendwo gewachsen haben, weil diese Zeiträume halt einfach sehr, sehr weit erdgeschichtlich in der Vergangenheit liegen. Der vierte Punkt, den ich heute kurz machen wollte, ist die Tatsache, dass die Expertinnen und Experten sich über die Dinge, die ich gerade vorgetragen habe, einfach einig sind. Und ich finde, was da immer ganz, ganz wichtig ist zu kommunizieren, ist, wie wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Dass es nämlich für uns ja eigentlich nichts Schöneres gibt, als herauszufinden, dass irgendwas, was wir immer für richtig gehalten haben, falsch ist. Dass wir eigentlich den ganzen Tag versuchen, Neues herauszufinden. Und Neues herauszufinden heißt ja auch, immer wieder zu hinterfragen, die Dinge, die wir schon wissen. Immer wieder zu schauen, stimmt denn das alles? Und obwohl Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit Jahrzehnten immer wieder versuchen, in diesen Grundlagen, die ich eben vorgetragen habe, irgendwelche gravierenden Fehler zu finden, gelingt es uns nicht. Und das sagt uns als Naturwissenschaftlern, dass wir uns auf diese Dinge so weit verlassen können, dass wir darauf politische, gesellschaftliche Entscheidungen basieren lassen können. Und dass wir das ehrlich gesagt schon seit vielen Jahrzehnten kennen könnten oder hätten tun können, dass diese Erkenntnisse einfach seit vielen Jahrzehnten so weit gesichert sind, dass wir naturwissenschaftlich sagen können, liebe Gesellschaft, darauf könnt ihr Handlungen basieren lassen. Und die Gefahr, dass wir uns komplett täuschen, die ist extrem klein. Aber um vielleicht auf einer positiven Note zu enden, finde ich ganz, ganz wichtig auch zu kommunizieren, dass es im Moment noch Hoffnung gibt. Und ehrlich gesagt finde ich es nämlich eine tolle Sache, dass wir so sicher sind, dass wirklich wir Menschen diesen Klimawandel verursachen, weil ich selbst viel, viel mehr Angst hätte, wenn wir irgendwie zeigen könnten, dass dieser Klimawandel nicht von Menschen verursacht ist, sondern durch irgendwelche Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Das würde mir selbst viel größere Angst machen, wenn wir wissen würden, das kommt irgendwie von der Sonneneinstrahlung oder von Vulkanausbrüchen oder irgendwelchen außerirdischen Spaghetti-Monstern oder woher auch immer. Die Tatsache, dass wir so sicher sind, dass wir Menschen das Klima steuern, das heißt ja auch, dass wir sicher sein können, dass wir es auch in Zukunft steuern werden. Und das heißt, dass wir Menschen es auch in der Hand haben, zum Beispiel, wie viel Packeis wir in Zukunft in der Arktis haben werden. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, dass Packeis in allen Jahren zu erhalten. Dazu ist es einfach inzwischen zu wenig geworden. Aber wir können nach wie vor entscheiden, ob wir zumindest in den allermeisten Jahren, je nachdem, wie viel CO2 wir noch ausstoßen, das ganze Jahr über eine eisbedeckte Arktis haben. Oder ob wir halt in einen Bereich reingeraten mit unserem CO2-Ausstoß, wo die Arktis zum Beispiel dann für mehrere Monate im Sommer jeweils komplett eisfrei sein wird. Das ist unsere Entscheidung. Und einen ähnlichen Zusammenhang wie den zwischen Eis und CO2-Emissionen sehen wir auch bei der globalen Mitteltemperatur. Auch da können wir einfach auftragen, die globale Erwärmung, die wir bekommen, für eine bestimmte Menge an Kohlendioxid-Emissionen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, wie viel Kohlendioxid dürften wir denn dann noch ausstoßen? Und das ist dann das sogenannte CO2-Budget. Wenn wir uns einfach mal die Zahlen vornehmen, um mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, hatten wir als beste Abschätzung zu Beginn 2018 noch ungefähr 420 Gigatonnen CO2-Budget zur Verfügung. Und davon wurden bis Ende letzten Jahres ungefähr 120 Gigatonnen schon verbraucht, weil wir einfach jedes Jahr 40 Gigatonnen ausstoßen. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger wegen der Corona-Pandemie. Da haben wir nicht 40 Gigatonnen ausgestoßen, sondern 37 Gigatonnen. Was natürlich immer noch eine unvorstellbar große Menge ist. Aber dieser Unterschied zwischen 40 und 37 dann halt auch entsprechend klein ist, dass man im Klimasystem jetzt von der Corona-Pandemie nicht wirklich viel merken wird. Es sei denn, wir steuern langfristig um. Und wenn wir jetzt von diesen 420 Gigatonnen CO2 die 120 Gigatonnen, die wir schon ausgestoßen haben, abziehen, dann bleiben halt noch 300 Gigatonnen CO2-Budget übrig, das wir irgendwie weltweit verteilen müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Und um es einfach nochmal einzuordnen, welchen Entscheidungsspielraum wir da haben, habe ich jetzt ganz zum Abschluss nochmal eine kleine Animation mitgebracht, die hier links nochmal eine Welt zeigen wird, oder zeigt, in der wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und die Erderwärmung unterhalb von 2 Grad halten. Hier rechts eine Welt zeigt, in der wir das nicht schaffen, in der wir einfach weiterhin weitestgehend ungebremst Kohlendioxid ausstoßen. Und die Einfärbung, die zeigt dann entsprechend, wie viel es auf diesen beiden Erden im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wärmer werden wird. Und das ist das, was wir als Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler der Gesellschaft geben können.
und sagen können, das ist unsere gemeinsame Entscheidung, in welcher von diesen beiden Welten oder wo dazwischen wir in Zukunft landen werden. Und wie diese Entscheidung ausfällt, das ist dann keine naturwissenschaftliche Entscheidung mehr, sondern eine gesamtgesellschaftliche, wo jede und jeder Mensch in der gleichen Verantwortung steht, diese Entscheidung zu treffen und vor sich selbst dann entsprechend zu verantworten. Wir können physikalisch nach wie vor in der linken Welt landen, genauso aber auch in der rechten. Und das hängt einfach von unserem Handeln ab. Und damit fasse ich ganz zum Ende zusammen. Es ist völlig klar, dass sich das Klima auf der Erde erwärmt. Es ist auch klar, dass die Klimaerwärmung schon bald oder eigentlich schon heute zu einem Klimazustand führt, dem wir moderne Menschen noch nie ausgesetzt waren. Das 1,5-Grad-Ziel lässt sich nur erreichen, wenn zukünftige Nettoemissionen deutlich unter 300 Gigatonnen CO2 bleiben. Der derzeitige weltweite Jahresausstoß von CO2 beträgt etwa 40 Gigatonnen. Das heißt, wenn man diese beiden Zahlen durcheinander teilt, dann kriegt man so ein grobes Gefühl dafür, wie viel Zeit wir noch haben. Was aber wichtig ist, ist auch da festzuhalten, wenn wir richtig schnell auf die Bremse treten beim CO2-Ausstoß und zum Beispiel es schaffen, diese Zahl hier zu halbieren möglichst schnell, dann haben wir auch nach hinten raus entsprechend länger Zeit. Unabhängig aber davon, welches Ziel wir haben, was die Naturwissenschaft ganz eindeutig sagt, ist, um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir die Netto-CO2-Emissionen auf null reduzieren. So einfach kann die Physik sein. Denn solange wir mehr CO2 in die Atmosphäre freisetzen, wird es auf der Erde wärmer und wärmer und wärmer werden. Und das gilt für jedes Land, jede Region, jeden Sektor, jeden Menschen. Und die Frage, über die ich dann bisher nicht gesprochen habe, ist natürlich die ganz große, wie kann das gelingen? Und damit bin ich am Ende des Vortrags angekommen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und bin sehr gespannt auf eure Fragen. Vielen Dank.